Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung mit der Sendung «Unterwegs». Knut Wieler, unser Wasser von der Zentralschweiz. Ja, nein. Here we go now. Herzlich willkommen zum «Unterwegs» direkt vom zentralschweizerischen Jodlerfest, wo wir mit einem typischen Schweizer Symbol startet, einem Alphorn. In den letzten Tagen sind nämlich hier alle Alphorn- und Büchelspieler, egal ob in der Gruppe oder als Solisten, bewertet worden. Und einer der besten Alphornspieler und Komponisten habe ich darum schon am letzten Mittwoch in der Probe mit seiner Gruppe besucht. Die besten Bedingungen haben sich die Alphornbläser von der Alphorngruppe Amts Entlebuch vor dem bekannten Entlebucher Haus zur Probe getroffen. Sie treten am Wochenende als Gruppe vor die Jury. Für den letzten Schliff haben sie sich einen Alphorn-Koryphäe dazugeholt. Der Hermann Studer, Komponist der bekanntesten Schweizer Alphorn- und Büchelmelodien. Ich störe ja nur ungern, aber ich komme gerne da schnell dazwischen. Hoi Hermann. Grüß dich, Fabienne. Ein wunderbarer Ort, wunderbare Töne. Erzählst du mir etwas über die Faszination des Alphornspielen? Die Alphornmusik ist die Sonne im Leben. Etwas Schönes kannst du dir in dieser Gegend gar nicht vorstellen. Das ist heimelig, urchig, echt. Darum auch klar, dass ihr natürlich am Wochenende hier mit dabei seid, am zentralschweizerischen Jodlerfest. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich höre jemanden, die einfach Alphorn auf jemandem alleine. Ihr seid jetzt schon eine ziemlich grosse Gruppe. Wie tut man das aussuchen, ob man da allein spielt oder in einer Gruppe? Das sind alles Leute, die Freude haben am Alphornspiel. Und da hat es sehr gute Leute darunter und deren, die eventuell ja, einfach das Rüstzeug haben zum Alphorn spielen, aber in einer Gruppe ist man etwas geschützter. Es kommt dann nicht auf die Einzelleistung darauf ab, sondern man ist etwas geborgen. Gemeinsam musizieren ist darum schön. Du bist ja da ein absoluter Tausendsassa, ist mir gesagt worden, gerade im Bereich von der Volksmusik. Du bist sogar Träger vom goldigen Violinschlüssel, hast unzählige Alphornstücke geschrieben. Was macht so ein Stück aus, damit es eben mit dem Alphorn gut spielbar ist? Ja, die Motive müssen echt sein. Man darf nicht etwas konstruieren. Das muss ein bisschen von innen kommen. Weißt, also, das muss man ein bisschen spüren. Und meine Melodien werden noch gerne gespielt, weil sie haben etwas Liebliches an sich. Hast du die denn trotzdem so Note für Note aufgeschrieben? Oder so wie du jetzt erzählst, kommt das dann von mir aus dem Bauch oder aus dem Herz? Ich glaube auch. Das ist der Einfall, und dann probiere ich natürlich schon Notizen zu machen. Am Schluss muss dann natürlich das eine musikalische Form haben. Und dort muss ich mich an gewisse Regeln halten. Wie bist du am Wochenende hier in Schöpfheim unterwegs? Kannst du ein bisschen geniessen oder bist du noch völlig eingespannt am Jodlerfest? Ja, ich bin mit der Alphorngruppe am Tentlibuch unterwegs. Die tue ich noch vorbereiten und leiten. Aber nachher tue ich die Klänge und das ganze Fest ein bisschen geniessen. Hermann, jetzt, wenn ich schon mal die Chance habe und da bin, kann ich da auch etwas lernen? Bringe ich da überhaupt den Ton raus? Wo geht es da? Jetzt nimmst du sehr das gut. Mundstück und okay. Probier doch. Was ist das Wichtigste? Was muss ich als erstes wissen? Schön tief abschnaufen. Die Lippen ganz locker in den Kessel tun. Die Lippen schwingen
Und die Schwingungen der Lippen gehen nachher auf die Tonsäule. Okay. Ton. Du bist zuversichtlich. He? Natürlich. Und aber jetzt mit möglichst viel Druck mal einfach rein, oder? Ganz locker tief schnaufen. Also. Und ganz locker. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Jetzt musst du einfach noch etwas lockerer, ganz locker. C1. Wunderbar. Aber das heisst, ich mache den Ton. Also wenn ich jetzt habe ich hier einen Ton und möchte jetzt einen höheren, dann muss ich das auch. Wie funktioniert das genau? Dann musst du die Lippen ein bisschen dünner machen, ein bisschen spannen. Das kommt gut. Gewollt ist es noch nicht. Also ja, gibt es auch so einen Musikstil, der es immer ein bisschen so will machen. Dann wäre ich dort daheim. Ja, ganz grossartig, ja. Ja, was meinst du, könnte man noch irgendwie das machen, dass wir irgendwie ihr alle zusammen ein bisschen spielen würden und ich würde irgendwie probieren, ein bisschen dazwischen? Oder? Wir können doch den Akkord spielen. Okay, und das C, hilfst das du C hörst du. Der Christoph gibt dir mal vor. Ja. G-G-Do. Wunderbar, auch schon der Akkord. Und G. Yeah! Also mein Schnauf ist noch nicht so lang wie mit anderen, aber also, es braucht aber schon ein Zeitchen, bis man da wirklich jetzt in so einer Gruppe wie bei euch dabei sein kann. Also das ist da viel Übung. Sehr viel Geduld und Arbeit. Hermann, danke viel mal, dass du dir Zeit genommen hast. Und euch wünsche ich ein ganz schönes Jodlerfest. Danke vielmals, Fabienne. Ja, neben dem Alphorn gibt es an diesem zentralschweizerischen Jodlerfest ein anderes Schweizer Symbol, das ganz oft zum Einsatz kommt. Es ist die Schweizer Fahne. Mit Schwung wie einem Bürgerstöckler oder einem Rückenstecher werden hier am Wochenende nämlich fleissig die Fahne geschwungen. Das wollte ich mir natürlich aus der Nähe anschauen. Der Walti Vomat steckt zusammen mit seinem Fahnenschwing-Duettpartner Peter Odermatt zmitzt in der Probe für einen grossen Auftritt am Zentralschweizerischen Jodlerfest. Schon seit über 20 Jahren tun die beiden zusammen Fahnenschwingen und gehören zumindest in der Zentralschweiz zu den Besten. Hoi Walti, darf ich schnell stören, da zmitzt in der Probe? Darfst du, ja. Freut mich. Das sieht super aus, aber es ist heute nicht nur strahlender Sonnenschein, sondern auch Wind. Das macht es jetzt schon gerade ein bisschen schwierig. He? Ja, das Ganze macht es schwierig. In der Tat, ja. Kannst du mir schnell ein bisschen erzählen, was Fahnenschwingen ausmacht? Was ist die Faszination? Die Faszination ist für uns, wenn wir allein sind mit dem Fahnen oder mit dem Duett oder in der Gruppe, etwas Schönes zu zeigen. Und die Leute begeistern damit. Jetzt kenne ich ja sonst Schwünge vor allem vom Schwingplatz. Ich habe gehört, bei euch gibt es auch ganz viele unterschiedliche Schwünge. Kannst du vielleicht mir einen Einblick geben? Was gibt es da alles? Ja, es gibt, wir haben 93 verschiedene Schwünge mit den Duettzusammenwürfen. Und der Fahnenschwinger tut eigentlich aus diesen 93 oder ja, aus diesen Schwüngen eine Übung von 3 Minuten zusammenstellen. Und das ist jeder Fahnenschwinger dort ein bisschen anders, was ihm in die Hand liegt oder in die Hand spielt. Wenn ich jetzt als Anfänger zuschaue, habe ich das Gefühl, vor allem das, was natürlich in der Fahne aufgerührt wird, sieht sehr schwierig aus. Ist das auch so oder täuscht das ein bisschen? Für uns routinierten Fändler sieht das eigentlich ganz einfach aus, aber für Zuschauer sieht es auch noch einfach aus, aber wenn man selber probiert, als Anfänger, sieht es etwas schwieriger aus. Was ist denn jetzt für dich als absoluter Profi gleich noch so die schwierigste Übung? Gut, ich setze für mich selber den Maßstab relativ hoch setzen und dann möchte ich natürlich schon perfekt können fändeln. Würdest du mir da etwas zeigen? Ja, selbstverständlich. Ich habe dir da eine Zugfahne mitgebracht. Wow! Aber wie ist das? Kann da jeder Fahne nehmen, wie er will? Oder wie läuft das? Nein, wir tun, bei den Fahnenschwingen ist es so, dass man den Eidgenoss, Schweizer Fahne, ja, oder mit der Kantonsfahne
Okay. Also mit der Oberägeri-Fahne hätte ich jetzt nicht kommen können. Nein, das nicht. Nein, da. Aber schön, dass du mir extra Zuckerfahne organisiert hast. Wenn ich jetzt zu euch in eine Probe komme, was wäre so das Erste, was ich lernen könnte? Ich weiss nicht mal, wie ich den müsste haben, da den Fahne. Ich würde dir zuerst zeigen, wir haben, was für Griff das wir haben. Wir haben zwei verschiedene Griffe. Der erste Griff ist der Kammgriff. Ja. Da schaut eigentlich der Daumen vom Fahnen weg. Ja. Und der andere Griff ist der Rissgriff. Da schaut der Daumen in die Fahne rein. Okay. Das sind die zwei verschiedenen Schwingungen, die wir haben. Sehr gut. Oder Griff. Und was würdest du mir jetzt als Erstes beibringen? Als Erstes würde ich dir um den Kopf herumfahren und ganz einen einfachen Wurf zeigen. Okay. Und dann hast du einen Rissgriff. Ja. Da hast du um den Kopf herumfahren. So. Ja. Da vorne das Wäuli machen, kehren. Ja. Auf die Seite anfahren und oben geht die andere Hand. Okay. Und dann auf der Seite genau das Gleiche noch einmal. Wellen machen und also die andere Hand. Schon loslassen. Also Wellen machen. Ein bisschen weiter rühren wäre das Ziel. Ja, und bei dir ist die Fahne noch schön und bei mir hat es schon ein riesen Koi gegeben. Gibt es überhaupt Frauen, die Fahnen schwingen? Ja, wir haben jetzt gerade aktuell 4 Fahnenschwingerinnen im Eidgenössischen Jodlerverband. Ja. Wobei eine aus der Zentralschweiz ist. Sehr gut. Die ja, das hier auftreten, gut. Hier in Schüpfen. Sehr gut. Aber was ich überhaupt nicht gesehen habe von vorher, das ist noch schwer. Also es ist nicht so locker, wie das aussieht. Da muss man noch ein bisschen Gewicht umrühren. Ja, das Fahnen ist zwischen 750, 800, 900 ja. Gramm. Ja, da kommt schon je nachdem, wie das Stecken präpariert ist. Oder ja. Wenn eine schwere Stecke, dass man drin hat. Walti, kannst du mir noch etwas erzählen, wenn ihr jetzt am Zentralschweizerischen Jodlerfest sozusagen ernst auftritt habt? Wie muss ich mir das vorstellen vor der Jury? Wie läuft das genau ab? Ja, da tut sich jeder selber vorbereiten, tut es einfändeln, tut sich voran konzentrieren. Und dann wird er eigentlich angesagt. Da tut die Jury schauen. Und dann wird er angesagt von der Ansagerin und dann geht er in den Kreis rein. Und wenn er in dem Kreis rein bereit steht, kommt es von der Jury das Zeichen über gut, dann kann er aufhändeln. Und nach 3 Minuten kommt wieder das Gut von der Jury und dann kann er aufhören. Und das Ziel wäre, dass du noch möglichst am gleichen Ort in dem Kreis stehst während der ganzen... Ja, weil das Ziel wäre es, eigentlich an Ort und Stelle stehen bleiben und eigentlich Beine nur lüpfen für die Beinschwünge. Und schon stehen bleiben. Ja, dann wünsche ich natürlich ganz viel Glück für den Auftritt. Und zeigst du mir noch mal etwas? Ja, nach dem Alphornblasen und dem Fahnenschwingen kommen wir noch zur dritten Disziplin am Zentralschweizerischen Jodlerfest. Und die steckt sozusagen schon im Namen drin. Es ist nämlich das Jodeln. Da bin ich beim Trachtenchor Schöpfheim gelandet. Ein Jodelchor mit rund 30 Frauen, die leidenschaftlich Jodellieder und Naturjudes zum Besten geben und im Moment für ihr grosses Wochenende proben. Schliesslich haben sie am Jodelfest ein Heimspiel und treten vor den eigenen Haustüren auf. Wow, absoluter Hühnerhut. Moment, hoi Irma. Ich glaube, bei dir bin ich bei der Chefin. Hallo, genau. Dirigentin da. Wunderschönes Stück. Und ich glaube, das hat eine ziemlich grosse Bedeutung jetzt fürs Wochenende, für das Zentralschweizer Jodlerfest. Genau, mit dem Lied werden wir am Freitagabend das erste Mal ans Jodelfest gehen, hier schöpfen. Wir sind seit gut einem Jahr im Zentralschweizerischen Jodelverband und das ist also die Premiere für uns.
Irma, also ich singe ja hauptsächlich in der Dusche, einfach wegen lustig. Aber ich stelle mir vor, bei euch gilt es dann richtig ernst. Da werdet ihr knallhart beurteilt. Jawohl, also wir stellen uns eigentlich wirklich in einer Jury stellen. Das sind drei Leute, wo die verschiedenen Sparten nachher bewerten. Also da kommt es wirklich total darauf ab, die Dusche reicht hier nicht mehr. Es wird Rhythmik, Dynamik bewertet, Tongebung, Aussprache und Harmonie. Jetzt, wenn ich hier so herumschaue, habe ich eigentlich gemeint, es gibt hier auch Männer, die jodeln. Warum sind ihr eine reine Frauengruppe? Es gibt genug Jodelclubs, die wirklich nur aus Männern bestehen. Es gibt sehr viele gemischte Chöre. Und die Schöpfe hinten oder gerade im Mäntelbuch ist die Nachfrage vom Jodeln so gross, dass halt für die Frauen nicht überall reicht. Mhm. Und darum hat sich das so ergeben seit Jahren, dass so ein Frauenclub entstanden ist. Was ist einfacher, wenn du nur Frauen hast, zum Dirigieren? Oder was ist schwieriger? Kannst du auslesen? Es ist wirklich einfach. Also wir sind hier unter uns und das tut uns halt auch gut. Und wenn die Probe fertig ist, schauen wir schon, dass wir am richtigen Ort hingehen, dass wir die Männer auch wieder haben. Irma, wenn ich jetzt vorbeikomme, würde ich sagen, wow, das gefällt mir super bei euch, da möchte ich auch mitmachen. Ich stelle mir vor, das ist nicht ganz einfach. Was macht das Jodeln aus? Wie schwierig ist es wirklich? Das kommt auch ganz darauf ab. Für die einen ist es sicher schwieriger, andere kommen es ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber grundsätzlich, wer Freude daran hat am Jodeln, für die finden wir immer irgendwo ein Plätzchen. Also darum meine grosse Frage, kannst du mir irgendetwas zeigen? Kann ich etwas von euch lernen? Ja, ich denke... Als absolute Anfänger. Wir würden doch einfach gerade aus dem Jodellied, das wir jetzt singen, probieren, ob du da auch ein bisschen mithelfen könntest. Also, ja, dann stehe ich da ein bisschen dazwischen und probiere. Kannst du mir noch schnell sagen, wie das da überhaupt so aufgeteilt ist? Also ist das wie, als ich noch im Kinderchor war, bist du so Sopran, Alt, genau, etc.? Verschiedene Stimmen. Also wir haben hier erste Stimme, ersten Ort, dann haben wir erste Jodu. Dann haben wir hier zweite Jodu, zweite Tenor, dritte Stimme und vierte Stimme. Super, ja, also los, ich stehe einfach mal da ganz frech zwischen rein und probiere irgendwie ein bisschen mitzuhören. Ja, ja, la, la. Ich glaube, wir nennen es einfach mal wirklich ziemlich langsam, dass du auch reinkommst. Ein kleiner Teil und dann fangen wir nochmal an. Also. Ja. Ja, la, la, ja, das reicht schon mal. Okay, ja, gut. Jetzt müsstest du einfach als erstes den Ton schon mal sauber abnehmen. Ja. Und? Ja, la, la, ja, lu, 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 ja, lu, ja, la, u, lu, lu, ja, la, la. Wenn sagst du «Jo» und wenn sagst du «Ju»? Gibt es da eine Regel? Regeln in dem Sinn gibt es eigentlich keine. Das kann man wirklich innerhalb des Chor oder der Jodlerinnen abmachen. Man tut das einfach abstimmen, dass vor allem gerade die Leute ersten, zweiten Jodl an der gleichen Stelle machen. Dann kommt es immer auf die Tonhöhe drauf ab, wo sich das mit der Zeit halt einfach ergibt. Ob man ja oder la oder u oder sich das einspielt. Also wäre schön, wenn alle noch eine tun und ich tue mich probiere ein bisschen die Masse zu verstecken und ein bisschen leicht mit machen. Okay. Und schaue noch ein bisschen auf dich. Also gerade ja du. Ich würde sagen. Na na li li li. Ja, für eine Jodelkarriere lange es vermutlich nicht mehr ganz. Aber ich bin richtig glücklich über all die tollen Einblicke, die ich heute bekommen habe. Der Hermann hat mich mit seiner Freude am Alphornspielen gerade richtig angesteckt
und völlig für das Instrument begeistert. Beim Fahnenschwingen mit dem Walti habe ich gemerkt, dass für mich nur schon das Rühren von der einen Hand in die andere richtig schwierig ist. Und auch beim Jodeln bin ich leicht überfordert gewesen, aber fasziniert von der Leidenschaft, die die Frauen vom Trachtenchor Schöpfheim in ihre Lieder geben. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einer Woche wiedersehen. Haben Sie die goldene Sonne gesehen? Dann schreiben Sie jetzt ein SMS mit der Antwort «Unterwegs A» oder «Unterwegs B» und Ihre Adresse an die Nummer 2222. Sie haben «Unterwegs gesehen» mit «Aus der Region für die Region», ein Mikrolabel für regionale Produkte. Knut Wieler, unser Wasser von der Zentralschweiz.